Jakari, 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 Jakari. Der Junge und sein bester Freund, Klein und Donner sind zu allem bereit. Jakari, Donner, Jakari, Donner. Ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Jakari, Jakari. Nicht alle, mein Sohn. War ja klar. Sie ziehen wieder ohne uns los und wir dürfen uns zu Hause langweilen. Nein, im Gegenteil. Ihr werdet sehr beschäftigt sein, denn ihr habt eine äußerst wichtige Aufgabe. Und welche? Ihr zwei werdet auf Stiller Fels und schnelle Schildkröte aufpassen. Ihr tragt eine große Verantwortung. Die beiden sind sehr alt und ihr werdet sie nun während unserer Abwesenheit beschützen. Gut, in Ordnung. Ist ja kinderleicht. Meinst du? Da würde ich mich an deiner Stelle nicht zu früh freuen, kleiner Dachs. Die Ältesten sind immer für eine Überraschung gut. Du kannst uns vertrauen. Wir werden gut aufpassen. Dann lass uns doch mal zu den beiden gehen. Ich würde lieber fischen gehen oder einen Ausritt machen. Wunderbar, diese klare Luft. Guten Tag, Stiller Fels. Nanu, was wollt ihr beiden denn noch hier? Geht ihr nicht mit auf die Jagd? Nein, wir gehen nicht auf die Jagd. Kühner Blick wollte, dass wir hier bleiben und, dir und schnelle Schildkröte helfen. Oh, das ist sehr nett von euch, Jakari, aber ich brauche gar keine Hilfe. Wisst ihr, ich komme seit mehr Sommern, als ihr zählen könnt, bestens zurecht. Und es wäre eine sehr unschöne Überraschung, wenn sich daran jetzt etwas ändern sollte. Da hast du's. Er will lieber alleine zurechtkommen. Also, was machen wir? Zuerst Fische fangen? Das geht nicht, kleiner Dachs. Wir haben versprochen, auf sie aufzupassen, ob sie es nun wollen oder nicht. Und womit sollen wir ihnen helfen? Mal sehen. Vielleicht Beeren sammeln, die sind gesund. Die Stammesältesten sind alt und schwach. Das würde ihnen gut tun. Gute Idee. Also los. Komisch. Es scheint von da zu kommen. Hä? Oh. Warte, ich helf dir. Du musst dich vorsehen, Jakari. Aha. So eine scharfe Axt ist kein Spielzeug. Du hättest dir wehtun können. Aber ich wollte dir nur helfen. Nein! Bleib stehen, schnelle Schildkröte! Vorsicht!
Oh nein, ich kann nichts mehr sehen. Keine Angst, ich helfe dir. Entschuldige. Die kleinen Heißsporne. Du solltest vorsichtiger sein, sonst passiert noch was. Ja, aber ich wollte dir doch nur helfen. Wenn das so ist, war das nicht gerade sehr hilfreich. Was? Auf die jungen Leute muss man ständig aufpassen. Hä? Hey, aber wir müssen doch auf euch aufpassen. Wie? Oh. Ich verstehe, ich verstehe. Und ich glaube, in diesem Fall wäre es wohl vernünftiger, wir verbringen den Tag von nun an zusammen. Na und jetzt? Was tun wir? Wie war das eigentlich früher so? Ihr wart doch auch mal jung. Was habt ihr gespielt? Und dann gab es auch das Spiel der Bogen. Ja, und das Elchspiel und vor allem das Spiel mit dem Rutschestock. Das war was. Das Spiel, das ich am liebsten spielte, war Bisonjagd. Das war sehr lustig. Was gab es noch für Spiele? Armdrücken. Kennt ihr das? Kommt, ihr werdet schon verstehen. Na los, nicht einschlafen. Ihr dürft nur euren rechten Arm benutzen. Wer von euch hinfällt, der hat verloren. Los! Vorsicht! Wer als erster mit den Händen den Boden berührt, hat verloren. Sehr gut, Yakari. Dass hier nicht allein Kraft zählt, hast du wohl verstanden. Kommt her und kostet mal dies Trockenfleisch. Ihr habt doch sicher Hunger. Und wer als erster fertig ist, der hat verloren. Ich bin für ein Schläfchen. Ein Jammer an einem so herrlichen Tag. Ich hätte weit größere Lust, ein wenig auszureiten. Das ist viel zu gefährlich. Wann bist du das letzte Mal geritten? Warte doch mal, Stiller Fels. Yakari? Stiller Fels ist schon einmal vom Pferd gestürzt. Das ist schon lange her. Wenn das wieder passiert, könnte das Böse für ihn enden. Ich pass auf. Was ist los? Bitte sei vorsichtig. Er ist sehr alt. Nicht so schnell, großer Grauer. Du kannst dich auf mich verlassen, Yakari. Ich weiß nicht. Vielleicht war das Reiten ja doch keine so gute Idee. Du musst dich erst wieder dran gewöhnen. Ach, ich saß schon lange vor deiner Geburt auf dem Rücken eines Pferdes. Ja, sogar schon vor der deines Vaters. Eben drum. Du bist viel zu alt dafür. Ach, das werden wir ja sehen. Er ist noch immer ein guter Reiter. Siehst du, schnelle Schildkröte, so etwas verlernt man nicht. Und jetzt mal im Galopp. Öffne mir das Gatter, kleiner Dachs, na los. Du kannst jederzeit losreiten, wenn du willst. Sollten wir... Was hat er? Oh, schnell! Er stürzt wieder.
Oh, oh, oh. Ganz ruhig, großer Grauer. Nicht doch ruhig. Ho, 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 ho. Hau ab! Verschwinde! Weg! Los, hau ab! Ruhig, so ist gut. Sie ist weg, sie ist ja weg. Also wirklich, Yakari, dank dir und kleiner Dax ist mein Blut heute wieder schneller durch meine alten Adern geflossen. Die beiden Reiter dort müssen Yakari und kleiner Dax sein. Was? Sie sollten doch auf die Ältesten aufpassen. Ihr solltet die beiden nicht aus den Augen lassen. Haben wir ja auch nicht. Sie haben uns viele uralte, lustige Spiele gezeigt. Und wo sind sie? Och, sie wollten nur einen kleinen Ausritt machen. Was? Wie bitte? Ich hatte euch doch gebeten, seht dass mal, ihr... Seht mal, da kommen sie. Weißt du, Vater, in dem Alter sind sie manchmal ziemlich frech.